Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit den Anime-Karten, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die es bisher nur im Anime gibt, denn im Anime gibt es halt eine ganze Menge coole Karten, die es bisher nie ins Kartenspiel geschafft haben und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu reden und ich werde mich zunächst wirklich nur auf Karten fokussieren, die es nur im Anime gibt, die es wirklich gar nicht im TCG gibt. Denn es gibt auch eine ganze Menge Karten, die halt im Anime einfach nur andere Effekte haben, aber die finde ich persönlich nicht so interessant. Mir geht es mehr um Karten, die es wirklich gar nicht im Kartenspiel gibt, weil die halt vollkommen neue, innovative Effekte haben. Und ich stelle mir in diesem Format die Frage, ob diese Karten halt wirklich das Spiel bereichern würden oder ob sie ihm schaden würden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Karte. Und wir starten heute mit der Karte Cuttershark und diese Karte hier kommt von Nash aus Sechsel aus der Folge 139 und das ist halt ein Haidu-Lunch, den ich ganz cool finde. Und der hat auch diese Karte hier gespielt, ein Stufe 5 Wassermonster mit dem Typen Fisch und den Werten 2000-2000 und diese Karte hier hat folgenden Effekt. Wenn der Monster, das du kontrollierst als Ziel, für einen Angriff gewählt wird, kannst du dieses Monster wegtributen, um diese Karte hier von deiner Hand zu specialen, in die offene Verteidigungsposition. Und die hat halt wie gesagt 2000 Def, was gar nicht mal so wenig ist. Und das wäre halt mal wieder ein Hai, ne? Wir haben schon so lange keinen neuen Hai mehr bekommen, der wirklich was drauf hatte. Das wäre doch echt mal eine gute Sache eigentlich. Ich meine, okay, die Karte hier wäre definitiv nicht ultra spielstark oder so oder irgendwie relevant. Keine Frage, aber das trifft auf eigentlich keinen Hai zu. Warum zur Hölle haben wir also diese Karte hier nicht bekommen? Verstehe ich nicht so ganz, weil es ist halt mal wirklich ein hochstufiger Hai, der leicht gespecialt werden kann. Ich meine, natürlich ist das langsam, aber das hier ist immerhin eine vernünftige Special Summon. Und dann kannst du halt wirklich mal auf die Haifestung oder so gehen. Und das kann sich doch eigentlich lohnen. Ich würde das echt feiern. Also bring das doch gerne mal ins Spiel. Vielleicht könnte man da irgendwie so ein bisschen ein Anti-Bild spielen mit so ein paar Fallenkarten und so weiter, um quasi die Haie zu schützen. Dann kann man so ein paar Cuttersharks specialen und dann vielleicht nächste Runde was aufbauen. Wäre doch alles ganz nett, oder? Also bringt die Karte gerne mal raus. Die wäre definitiv nicht relevant, aber für so ein kleines Fun-Deck wäre es halt schon ein kleiner Support. Und es wäre, wie gesagt, mal ein hochstufiger Hai, was ich auch feiern würde, weil von denen gibt es halt nicht genug, wie ich finde. Als nächstes haben wir jetzt allerdings mal wieder eine Fallenkarte, und zwar die Karte Banishing Climb, und ich muss sagen, wir haben so viele Fallenkarten im Anime, das ist ja Wahnsinn, aber gut. Die Karte hier ist eine Favdis-Karte aus der Folge 136-137, und die Karte wurde gespielt von der Poria, und sie hat folgenden Effekt, aktiviere diese Karte nur während der Battlephase, verbanne alle Synchro-Monster auf dem Board, die in dieser Runde gespecialt wurden, Monster, die durch diesen Effekt gebanished wurden, werden am Ende der Battlephase wieder aufs Board zurückgelegt und ihre Effekte sind negiert. Ist also eigentlich gar keine so schlechte Karte, muss ich sagen, aber die hilft halt wirklich nur gegen Synchro-Decks, ne? Wenn ihr gegen irgendwas anderes spielt, ist die Karte hier komplett tot. Egal ob gegen normale Effektmonster, gegen XE-Monster, gegen Link-Monster, es ist vollkommen egal, ja? Die Karte hier ist immer einfach komplett tot und macht gar nichts. Aber wenn ihr wirklich hiermit gegen ein Synchro-Deck spielt, kann es echt ein bisschen gemein kommen, gerade weil auch die Effekte negiert werden und es ist halt ganz nett und die Karte hier ist dann quasi so eine Art Wabuku. Aber heutzutage ist es halt umso bitterer, weil wir haben mittlerweile halt wie gesagt das Link-Format und deswegen sind heutzutage halt seltenst nur Synchro-Monster da, von daher, naja, ist die Karte leider etwas in die Jahre gekommen und ich verstehe, dass wir die Karte nie bekommen haben, beziehungsweise jetzt nicht mehr bekommen werden, aber vor einem Link-Format wäre das doch schon möglich gewesen eigentlich, also ich weiß nicht, so scheiße ist die Karte eigentlich gar nicht, wie gesagt, die Effekte werden negiert, was ganz cool ist und es ist halt mal wieder so eine kleine Ass-Pull-Fallen-Karte, könnte man sagen. Weil damit konnte quasi im Anime gerechtfertigt werden, okay, die Synchro-Monster sind jetzt mal für eine Weile weg, ja. Dafür wurde die Karte wahrscheinlich im Anime eingesetzt, aber so ist das halt. Wie gesagt, es gibt sehr viele S-Pull-Fallen-Karten im Anime, sogar extrem viele. Jedes Mal, wenn ich Karten raussuche für dieses Format hier, finde ich fast nur Fallen-Karten, das ist echt lächerlich. Aber, na gut, das ist auf jeden Fall mal wieder eine recht interessante Falle, wie ich finde. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal wieder zu einer Zauberkarte. Und zwar zu der Karte Cemetery Change von Chess Princeton und diese Karte hier kommt zum Einsatz in der 88. Folge von GX und die Karte hier ist eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, zahle 1000 Life Points, zerstöre alle Monster auf dem Board, dann tauschen beide Spieler ihre Friedhöfe. Und ich muss sagen, dieser Effekt hier ist komplett lächerlich, das ist wirklich extrem insane, weil das ist quasi nicht nur ein Dark Hole, das ist gleichzeitig auch noch ein Floodgate gegen irgendwelche, naja, Grave Decks, ne? Und davon gibt es heutzutage sehr viele, ich meine, welches Deck braucht seinen Friedhof heutzutage nicht, ja? Das ist wirklich die Seltenheit. Und wenn ein Deck, das seinen Friedhof halt mal nicht braucht, gegen ein Deck spielt, was seinen Friedhof sehr doll braucht, kann man die Karte hier spielen und der Gegner verliert teilweise instant. Ich meine, wenn der Gegner beispielsweise in Lightspawn sein Grave verliert, ist das extrem asozial. Gerade wenn er zum Beispiel halt, naja, eine Zombie-Engine spielt oder so. Aber auch gegen viele andere Decks wäre das auf jeden Fall eine sehr krasse Antikarte und ihr wisst Bescheid, Dark Hole ist halt schon auf 1 und die Karte hier ist noch besser. Ich meine, klar kostet die Karte hier 1000 Life Points, aber das nimmt man gerne für einen so krassen Effekt in Kauf und
Sehr viele Decks könnten hiergegen einfach gar nichts machen. Also die Karte hier dürfte so auf gar keinen Fall erlaubt werden. Die kommt halt auch aus GX, das ist lange her. Und wir haben die Karte nie bekommen und ich denke mal, das wird sich auch nicht ändern. Aber das ist halt mal wieder eine echte Powerspell, ne? Ich finde es sehr interessant, wie starke Zauberkarten es teilweise im Anime gibt, die halt wirklich fürs TCG überhaupt nicht considered wurden von Konami. Die wurden wirklich nur für eine Folge für den Anime geschrieben, für einen heftigen Effekt, aber so ist es halt teilweise. Wie gesagt, der Anime ist halt teilweise Asspull, das kann man nicht wegargumentieren, das ist einfach so, sonst würde der nicht funktionieren. Wie auch immer, auf jeden Fall eine sehr coole Zauberkarte, aber für den Rest dieses Videos schauen wir uns jetzt nur noch Fallenkarten an. Und die nächste Fallenkarte ist die Karte Chaos Life von 5Ds aus der Folge 139-140 von Crow. Und die Karte hier ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Aktiviere diese Karte nur, wenn die Lifepoints eines Spielers zu 0 werden würden durch einen Karteneffekt. Der Spieler erhält stattdessen Lifepoints in der Höhe des Schadens, den er normalerweise erhalten hätte. Und ich muss sagen, das ist ein sehr simpler Effekt, aber es ist mal wieder ein so krasser Asspull, es ist der Wahnsinn. Ich meine, WTF... Ja, eigentlich hast du verloren, aber plötzlich bekommst du Life Points. Und wir bringen die Karte nur einmal im gesamten Anime. Ist halt so heftig einfach, wie leicht man da quasi die Zuschauer beeinflussen kann, beziehungsweise beeindrucken kann, mit solch heftigen Asspull-Effekten. Das ist wirklich immer wieder lächerlich. Aber hey, auf jeden Fall witzige Karte. Aber wie gut wäre die Karte denn im wirklichen Kartenspiel? Ich muss sagen, einmalig einen Effektschaden aufzuhalten, ist halt wirklich nicht so gut. Und es ist auch nur eine Fallenkarte. Leider sehr langsam, ne? Wir haben halt die Karte Hanawata und die kann sämtlichen Schaden für eine Runde aufhalten, was sehr schön ist, das ist eine Handtrap, aber das ist halt quasi, naja, keine Möglichkeit euch zu heilen, von daher bekommt ihr keine Lifepoints zurück. Ich würde sagen, die Karte hier wäre echt ganz nice gegen Burndecks, die halt einfach in einer Runde sehr viel Schaden machen wollen durch einen einzigen Effekt. Und das kommt auch teilweise vor, ich meine, wir haben halt so Karten wie unter anderem DD Dynamit, die auf einen Schlag sehr viel Schaden machen können. Und die könnte man hiermit auf jeden Fall extrem gut auskontern. Und wie gesagt, ihr bekommt dieselbe Anzahl Lifepoints dann auch noch dazu. Das bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich dann irgendwie weit über 8000 Lifepoints haben und der Gegner bekommt euch einfach nicht mehr tot. Also das ist durchaus keine schlechte Karte eigentlich fürs TCG. Aber sie wurde halt als Asspull-Karte im Anime eingesetzt, ne? Ist halt immer wieder witzig, wie stark teilweise Asspull-Karten doch sein können, wenn man sich mal ein richtiges Einsatzgebiet dafür überlegt. Aber scheinbar macht Konami das jetzt nicht unbedingt, ne? Aber gut, das ist halt der Anime, der funktioniert, wie gesagt, ein bisschen anders als halt das richtige Kartenspiel. Ich denke mal, das ist klar. Und man kann das, wie gesagt, auch nicht anders aufziehen. Aber ich finde es halt schön, mich ab und zu mal darüber lustig zu machen. Und Chaos Life ist eigentlich schon eine Karte, die wir wirklich mal bekommen könnten. So schlecht wäre die gar nicht als Antikarte gegen Burndecks. Doch zu guter Letzt habe ich jetzt mal wieder eine Fallenkarte, die etwas weniger Asspull ist, wie ich finde. Und zwar die Karte Angel Blast von Alexis Rhodes aus GX aus der Folge 70. Und die Karte hier ist eine normale Falle mit dem Effekt: Aktiviere diese Karte nur, wenn der Gegner einen Effekt aktiviert, der ein Monster oder mehrere Monster auf dem Board zerstören würde. Negiere die Aktivierung der Karte und den Effekt der Karte und zerstöre sie. Und das ist einfach eine schöne Antikarte, die ich mir echt gerne im Spiel wünschen würde, weil warum zur Hölle gibt's die nicht, ja? Das ist ein so simpler Effekt, den kann man doch gerne mal integrieren. Ich meine, wir haben auf jeden Fall schon etliche ähnliche Karten, von daher ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ich muss sagen, ich liebe das Artwork, ne? Das hat schon was, also diese Engelsflügel sind halt immer was Schönes, muss ich sagen, und auch der Background ist eigentlich ganz cool. Also die würde ich mir echt schon wünschen, ich meine, das ist einfach eine nette Karte gegen Zerstörungen und damals wäre das auf jeden Fall auch eine nette Supportkarte gewesen für diverse Decks eigentlich, weil, naja, es ist halt einfach eine generische Fallenkarte, die man halt nutzen kann, um so ein bisschen gegen gewisse Effektkategorien vorzugehen. Doch leider müssen es halt leider Crush-Effekte sein gegen Monster und das ist halt ein bisschen weniger generisch, als es sein müsste, weil die Karte kann man beispielsweise nicht zünden gegen MST oder so. Was ein bisschen bitter ist, muss ich gestehen. Also, naja, da hat man auf jeden Fall Potenzial verschenkt. Ich muss aber sagen, ich würde mir die Karte echt wünschen. Sie wäre nicht scheiße, bis heute. Man würde sie vielleicht heutzutage nicht mehr unbedingt spielen, aber als Bullshit würde ich sie jetzt nicht unbedingt bezeichnen, auch wenn sie nur ein kleines Einsatzgebiet hat. Aber hey, damals hätte man die Karte auf jeden Fall rausbringen können. Aber das ist leider nicht geschehen und ich befürchte leider, dass es auch nie wieder nachgeholt wird. Vielleicht könnte man die Karte eines Tages mal mit einem etwas besseren Effekt rausbringen, aber so glaube ich leider nicht so ganz dran. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Anime-Karten. Hier seht ihr nochmal die Karten, die in der heutigen Folge erschienen sind. Und es war auf jeden Fall interessant. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet. Ob ihr sie zu stark findet, ob ihr sie zu schwach findet, ob man sie ins TCG integrieren könnte oder ob sie dem Spiel schaden würden. Und ich hoffe wie immer, dass sich daraus eine schöne Diskussion entwickelt. Wäre auf jeden Fall cool. Und schreibt mir auch gerne weitere Karten in die Kommentare, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich zunächst mal nur auf Karten, die es halt wirklich nur im Anime gibt. Und ganz wichtig, Leute, als Quelle gebe ich immer die Yu-Gi-Oh! Wiki-Seite an, die englische, wo man sich halt belesen kann, wo Karten eingesetzt wurden im Anime, was sie können und so weiter.
Und ich finde so Quellen wie Yu-Gi-Oh! Pro oder so da relativ unzuverlässig. Deswegen immer auf das Wiki achten, denn das ist meine Quelle und die ist auch in der Beschreibung verlinkt, so wie immer. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.